Wir wissen, dass das Universum in einem heißen Urknall vor gut 13 Milliarden Jahren entstanden ist. Damals gab es noch keine Sterne oder Planeten. Alles war eine strukturlose Ursuppe aus heißem Plasma, Strahlung und dunkler Materie. Wie sind aus diesem Anfangszustand Galaxien wie die Milchstraße entstanden? Warum ordnen sich die Galaxien im Raum in einem netzartigen Muster an? Warum haben die Galaxien die beobachteten Eigenschaften und nicht ganz andere? Wir versuchen, diese Prozesse durch physikalische Entwicklungsrechnungen zu beschreiben und zu verstehen. Alles spricht dafür, dass nur etwa ein Sechstel aller Materie im All aus den normalen Elementen des Periodensystems besteht. Der Rest ist sogenannte dunkle Materie. Noch rätselhafter ist die dunkle Energie, eine Art Antigravitation, die in jüngerer Zeit eine beschleunigte Expansion des Weltalls antreibt. Die physikalische Natur dieser beiden Komponenten zu verstehen, ist sicher eine der größten offenen Fragen im Bereich der Kosmologie. Es macht mir großen Spaß, diese verborgene Welt mit meinen Computersimulationen sichtbar und nachvollziehbar zu machen.